Der Krieg in der Ukraine geht weiter. Die Bilder in den Nachrichten, insbesondere die aus Butscha, machen sprachlos. Die Zahl der zivilen Opfer steigt immer weiter und zwingt Ukrainerinnen und Ukrainer zur Flucht. Zwickau setzt zum dritten Mal mit einer Friedenskundgebung ein klares Zeichen gegen die russische Invasion und steht solidarisch an der Seite des ukrainischen Volkes. Regen und Sturm verhinderten die Durchführung der Kundgebung auf dem Hauptmarkt. Sie wurde kurzerhand in den Bürgersaal des Rathauses verlegt. Circa 90 Menschen fanden sich hier ein. Auch diese Veranstaltung wurde vom Bündnis für Demokratie und Toleranz der Region Zwickau organisiert. Bei der gestrigen dritten Veranstaltung zeichnete auch die FDP mitverantwortlich. Zu Beginn wandte sich ein ukrainischer Student mit klaren Worten an die Anwesenden. Danke. Hallo. Ich heiße Konstantin, ich komme aus der Ukraine und ich studiere hier in Zwickau. Vor einigen Tagen zogen sich die russischen Truppen vollständig aus der Region Kiew zurück. Und die Welt sah erschreckende Bilder aus Bucha, Irpin und Gostom. Hunderte von Zivilisten mit auf den Rücken gefesselten Händen, die durch einen Schuss in den Hinterkopf getötet wurden, gefoltert oder vergewaltigt. Währenddessen kauft Deutschland weiterhin Öl und Gas im Wert von Hunderten von Millionen Euro pro Tag von Russland und finanziert diesen Krieg. Diese Krise der fossilen Brennstoffe hat deutlich gemacht, dass die grüne Politik in Deutschland nichts gebracht hat. Die Politiker reden weiterhin von der Abhängigkeit Deutschlands, als gäbe es keinen Ausweg. Es gibt kein Terminal für die Aufnahme von Flüssigerdgas. Wind- und Solarenergien reichen nicht aus und der Aufbau neuer Infrastrukturen wird Jahre dauern. Was aber, wenn die Lösung schon seit Jahren existiert? Diese Maßnahme erfordert keine Kosten, könnte sofort beschlossen und kurzfristig umgesetzt werden. Die Rede ist von Atomkraft. Das Thema Atomkraft war dann auch eines der Themen in den darauffolgenden Wortbeiträgen der Vertreter der Fraktionen. Kernkraftwerke, ja oder nein? Hier gingen die Meinungen auseinander. Ebenso bei der Frage, macht Aufrüstung wirklich Sinn? Auch Pfarrer Anselm Meyer positionierte sich dazu. Nicht als Pfarrer oder als Politiker, sondern als Mensch. Aber Gewaltlosigkeit, das ist eben kein Mantra, was man vor sich hertragen kann. Einfach so und dann ist es gut. Sondern Gewaltlosigkeit muss immer umgedacht werden auf die konkrete Situation. Das ist nicht einfach. Wir haben beschlossen, das sage ich jetzt mal wir, natürlich unsere Volksvertreter, dass jetzt in Zukunft sehr viel mehr Geld ausgegeben wird, damit die Bundesrepublik rüstungstechnisch wieder besser dasteht. Ist vielleicht nicht falsch, aber mindestens das andere sollte auch bald in die Rechnungen mit einbezogen werden. Wir brauchen eine Friedensdividende. Wir brauchen Geld, damit die Menschen in der Ukraine, die Menschen in Russland, die Zivilgesellschaft auch friedensethisch wieder aufgebaut wird. Bei allen kontroversen Ansichten und Wortbeiträgen war man sich in einem Punkt absolut einig. Die Menschen in der Ukraine und die Flüchtlinge müssen weiterhin unterstützt werden. Es ist ganz wichtig, hier Flagge zu zeigen, damit wir über die politischen Grenzen und Parteien hinaus zusammenstehen. Und ich möchte heute auch als Landkreisvertreter meinen Dank an die vielen Helferinnen und Helfer, an die Helferkreise aussprechen und auch bitten, dass wir weiterhin zusammenstehen. Wir haben im Landkreis eine Anlaufstelle geschaffen. Wir geben die sozialen Leistungen aus. Wir sind Unterbringungsbehörde und sind auch dankbar. Und eine wichtige Stütze sind die vielen Privatinitiativen und die Gastgeber, die jetzt auch ukrainische Flüchtlinge zunächst aufgenommen haben, um uns als Landkreis die Luft zu verschaffen, Kapazitäten entsprechend aufzubauen. Ein großes Dankeschön. Ja, es ist einfach wichtig, auch solidarisch mit den ukrainischen Bürgerinnen und Bürgern zu sein. Der Krieg geht jetzt 6 Wochen und die Menschen, viele Menschen sind auf furchtbare Art und Weise ums Leben gekommen. Das ist ein völkerrechtswidriger Krieg und Kriegsverbrecher gehören einfach vor den Strafgerichtshof. Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier auch immer wieder unsere Stimme erheben. Aber trotzdem will ich sagen, dass wir nicht immer mehr Waffen in die Ukraine schaffen müssen, denn Waffen werden den Krieg nicht beenden. Und deshalb ist es wichtig, dass man zum Verhandlungstisch zurückkommt. Und hier müssen Lösungen her, denn
Die Waffen, die dort immer wieder runtergeschickt werden, werden noch mehr Opfer bringen und werden noch mehr Leid den Menschen zufügen. Und deshalb, Waffen sind kein Mittel, um den Frieden wiederherzustellen. Es ist wichtig, Flagge zu zeigen, weil immer noch in der Ukraine ein brutaler und total unverhältnismäßiger Krieg geführt wird von einem Diktator, der jegliche Freiheit und Demokratie auslöschen möchte. Und wir als Bürger in einem freien Land wie Deutschland sind einfach verpflichtet, uns mit den Menschen in der Ukraine zu verbünden. Im Bürgersaal wurde nicht nur geredet, es wurden auch Nägel mit Köpfen gemacht. Sprich, es ging um die Organisation von Hilfe. Spenden sind immer willkommen. Wir haben das liberale Hilfswerk gegründet aus Mitgliedern der FDP und haben da sowohl ein Spendenkonto eingerichtet für jeweilige Geldspenden und Sammeln in unserem Wahlkreisbüro in der inneren Schneeberger Straße in Zwickau. Sachgüter wie beispielsweise medizinische Hilfsartikel etc., das, was gerade den Menschen vor Ort notwendig ist. Sie können gerne den kompletten Auszug der Liste, was benötigt wird, im Internet beim liberalhilfswerk.de entsprechend finden. Spenden sind selbstverständlich auch über andere Plattformen möglich.